Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Lego-Geschichte zwischen den Welten. Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, wir haben alles, Steffi. Mal schauen. Handtücher, Badesachen, Geld. Ja, sieht gut aus. Und ich packe noch den Ball für uns ein. Ach, das Wichtigste fast. So, das war's. Ja, klingt gut. Obwohl, warte, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Super, wir sind fertig. Na dann, auf ins Schwimmbad. Los, los, ich schwitze schon. Ja, doch. Wuhu. Sag mal, hast du das schon von Bella und Matthias gehört? Nein, was denn? Na, die beiden sind jetzt ein Paar. Nein, wirklich? Na, wenn ich's dir doch sage. Heiliges Kanonenrohr, wie kam die denn hierher, mitten im Wald? Scheint so, als wäre sie ausgebüxt. Ihre Besitzer machen sich sicher schon Sorgen. Gut reagiert übrigens, Andrea. Danke. Okay, ich war kurz geschockt, aber wir können weiterfahren. Meine Güte, ich bin ja immer noch geschockt, wie ich die Katze beinahe überfahren habe, das arme Ding. Na, zum Glück ist ja nochmal alles gut gegangen. Auf den Schock eine Runde schwimmen? Klaro, wer zuerst am Sprungturm ist. Los, komm schon, Steffi, ich bin zuerst oben. Mann, jetzt warte doch mal, ich bin ja schon da. Lass uns doch zusammenrutschen, so freundinnenmäßig. Nö, ich mach zuerst. Wuhu! Mann, du bist mir eine. Ach, das war so cool. Ich liebe die Rutsche und das Schwimmbad. Pass mal auf, jetzt werde ich dir was zeigen. Haha. Na, 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 na. Steffi? Nun machst du mich neugierig. Was hast du vor? Warte, das werde ich mir genauer anschauen. Hihi, na, ich mache jetzt einen super-duper-Hypersprung. Aufgepasst. 1, 2. Yay! Und noch eine Runde Wasserball. Yay, getroffen! Getroffen! Wuhu. Ach, zusammen macht Spielen doch fast noch mehr Spaß. Aber puh, das war ganz schön anstrengend. Stimmt, sollen wir uns nicht vielleicht ein bisschen ausruhen? Ja, aber ich habe auch ziemlichen Hunger. Hm, was hältst du von der Snackbar? Ja, lass uns doch zur Snackbar gehen. Was Leckeres einkaufen, essen und uns dann unter den Sonnenschirm an einen Tisch setzen und quatschen. Guten Morgen, Liebling. Liebling? Na, nu, Liebling, wo bist du? Merkwürdig, was er wohl treibt. Na, dann werde ich erstmal ins Schlafzimmer gehen und mich fertig machen. Njam, 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 njam. Oh, wollen wir doch mal Zähne putzen. Brrr, alles ausspülen. Okay, ich traue mich mal in den Spiegel zu schauen. Ja, so sehe ich schon gleich frischer aus. Aber ich muss mich noch schwenken und hübsch machen. So, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Die Haare glänzen schön. Und, ach, jetzt noch vielleicht ein Spritzer Parfüm zum krönenden Abschluss. Dann sehe ich auch wieder aus wie eine wahre Prinzessin. Hm, so, dann werde ich mich doch mal auf den Balkon setzen und Ausschau nach meinem Prinzen halten. Wo treibt der sich denn wieder rum? Liebling, Liebling, wo bist du? Ah, Liebling, da bist du ja. Aber was tust du denn? Cinderella, komm runter zu mir, ich habe etwas vorbereitet. Oh, wie toll. Ich bin schon auf dem Weg. Halte ein. Womit habe ich nur so einen lieben, aufmerksamen Prinzen verdient? mein Prinz. Du bist der Beste. Meine werte Prinzessin, lass uns zusammen frühstücken. Oh, ja, so gerne. Danke, mein Prinz, du bist so aufmerksam. Ich liebe dich so sehr. Aber gerne, Milady.
ich bin schon ganz müde vom Schwimmen. Wollen wir zurückfahren? In Ordnung, meine Haut ist auch schon ganz schrumpelig. Warte, ich komme. Ach, ist das aber auch warm hier. Mensch, Mensch, Mensch. Puh, man ist aber auch immer so geschafft nach dem Baden, oder? Ja, auf jeden Fall. Das machen wir nächstes Wochenende wieder, wenn es so warm bleibt, okay? Na, unbedingt. Mal abgesehen von der Katze, die wir fast überfahren hätten, war es wirklich ein gelungener Ausflug. Hoho, hätte ich mal nichts gesagt. Tja, wenn man vom Teufel spricht und wir sitzen auch noch im Cabrio. Schau dir jetzt die nächste Folge an.